Leute, eins muss euch einfach klar sein. Es gibt so viele spannende Lösungsansätze und ich habe heute wieder neue Blockchains nochmal zu Gesicht bekommen. Neue Layer-1-Protokolle und hey, Überraschung! 2017 waren Layer One, also neue Blockchains, natürlich ein Narrativ. Sie waren 2014 ein Narrativ. In jeder bullischen Phase von Krypto und Bitcoin waren neue Blockchains eine Geschichte wert. Und sie werden auch im nächsten Bullrun wieder eine Geschichte wert sein. Was keine Geschichte wert ist, sind diejenigen, die 2014 versucht haben, die coolsten zu sein und es 2017 nicht mal mehr geschafft haben, ein neues All-Time-High zu erreichen. Es werden nicht die sein, die 2017 All-Time-Highs hatten und jetzt in der Versenkung verschwunden sind. Ich spreche von großen Projekten, die immer noch irgendwo teilweise in den Top 100 rumdümpeln. Anders kann man sich sagen, das einzige Trading-Volumen kommt hier gefühlt durch Bots und irgendwelche Arbitrage-Trader. Ansonsten war es das. Es braucht all das nicht. Es braucht immer wieder neue Geschichten. Fantasien verkaufen sich am besten. Die Realität sieht aber klar aus. Wir haben jetzt schon große Netzwerke mit großem Netzwerkvorsprung auch anderen gegenüber. Die werden die Musik machen, solange sie sich nicht selber vernichten. Das war im Internet so, das war bei der Internetblase so, auch wenn man sagen muss, Suchmaschinen zum Beispiel hat es natürlich trotzdem nochmal neue gegeben, bis Google dann die komplette Marktmacht hatte. Es ist nicht so möglich, aber zum Teil ist die Messe auch schon gelesen, sodass wir uns an den nächsten Bullenzyklen vielmehr noch auf neue Use Cases fokussieren sollten, auf dem, was auf diesen neuen oder beziehungsweise jetzt schon vorhandenen Protokollen aufgebaut wird, denn das ist der Kern, auf dem alles andere noch gebaut wird. Deswegen, wenn ihr im nächsten Altcoin-Cycle seid mit euren Gedanken, dann denkt nicht daran, hey, die haben doch damals gut performt, die werden wieder gut performen. Vermutlich nicht. Denn vermutlich werden sie kein neues All-Time erreichen und andere neue Sachen sind dann einfach cooler, more fancy, aber auch kurzweiliger, entsprechend auch schnell wieder raus. Dann seid ihr am Ende des Bullenzyklus auch glücklich, vor allem dann, wenn ihr mehr Bitcoin und Ethereum habt. DeFi wird trotzdem wieder gehypt werden. Je alles, was schon mal cool war, wird nochmal gehypt werden. Spätestens oder zumindest mal als allerletztes von denen, die noch daran festhalten, ja, die an einzelnen Protokollen festhalten und sagen, ja, das ist immer noch die Lösung, ich warte da drauf, ich glaube daran, das ist ja auch gut, das ist auch okay, das kann Investment Case sein, das kann die eigene Investment-Hypothese sein, solange man da noch in den Spiegel gucken kann und sich sagen kann, ja, ich stehe hinter diesem Investment, dann kann jeder tun, was er für richtig hält. Ich, aus diesen 15, 16, nee, sehr viel mehr, 18 Jahren jetzt Erfahrung an den Finanzmärkten, kann einfach knallhart sagen, neue Sachen sind immer besser, weil den Preis von neuen Sachen noch niemand kennt. Das ist schon immer meine Investment-Hypothese dann gewesen, nachdem ich nach 5 bis 8 Jahren da eigentlich klar gelernt habe, wie die Musik da spielt. Dann aber auch entsprechend in die Kernprojekte davon auch langfristig investiere. Ich habe immer schon an Digitalisierung geglaubt. Natürlich habe ich dann auch die großen digitalen Unternehmen, die Riesen wie Apple, Google, Amazon, Facebook, alle jahrelang, 10, 15 Jahre im Portfolio gehabt. Ist ja ganz klar. Und das wird auch bei den wichtigen Coins genau auch so sein. Und da eben Bitcoin und Ethereum allen voran. Aber in der Zwischenzeit, zwischen diesen langfristigen Anlagen, wird so viel Neues passieren und da will ich natürlich dabei sein. Ich versuche mein Glück. Warum nicht? Ist es ein Casino? Ja, am Aktienmarkt ist ein Casino, hier ist ein Casino. Ganz klar, spekulativ, aber dann vielleicht mit dem größeren Potenzial. Nur das ist nur was für Leute, die aktiv sind. Ganz, ganz wichtig, denn jeder Hype kommt zurück. Immer gibt es irgendwo noch Believer. Geht immer mit Scheuklappen und klarem Blick drauf, was denke ich, was ist meine Meinung. Und dann macht die Scheuklappen ab, um offen zu sein. Ist die Meinung denn eigentlich noch richtig oder nicht?